Dankeschön. Hier aus Köln, der Stadt, die zurzeit schwere Stunden erlebt, unsere kölsche Heimat. Und wir werden das nachher hier klären für Sie in Deutschland. Ich bin auch kein Kölner, aber ich bin seit vielen, vielen Jahren zu Gast in dieser Stadt. Und es kann einem das Herz bluten, wenn man sieht, was die Presse über uns schreibt. Sie haben es vielleicht mitbekommen, ich sage es ganz knapp, wir haben das nachher, es ist wirklich alles nicht so schlimm. Ja? Es wurde hier eine schicke, schöne, neue Müllverbrennungsanlage gebaut. Nicht in Köln-Hürth, wo normalerweise der Müll verbrannt wird, sondern in Köln-Niehl. Das Feinste vom Feinsten. Und jetzt gibt es unschöne Vorgänge. Konnten aus der Schweiz, aber nicht wie man es bisher kannte, nein, diesmal die SPD. Hier unsere kölsche SPD hat sich Spendenquittungen ausgestellt und hat vergessen vorher was zu spenden. Das kann doch mal vorkommen. Das ist doch menschlich. Und wir werden das nachher hier ob kölsche Art klären. Was ist hier wirklich passiert? Ein bisschen weiter rheinabwärts in Leverkusen hat man nicht nur das Pokalfinale erreicht, sondern Mr. Slimfast Kalli Kallmund musste gestern, er hat es gern gemacht, im Prozess gegen seinen alten Freund, Sie wissen, sagt, dass du krank bist, dann verzeih ich dir. Das würde auch für die Kölner SPD passen. Ja. Und sagen Sie nicht, das interessiert uns nicht, was in Köln passiert. Fragen Sie mal heute unseren Kanzler Gerhard Schröder in der Abteilung Scheiße, die ich nur wirklich nicht brauche, ja, was er von diesem Spendensumpf hier hält. Denn es geht weiter. In Düsseldorf haben Sie auch schon gemeldet. Die haben auch was gekriegt. Oh, das haben wir nicht gewusst. Rainer Kallmund hat ausgesagt im Prozess gegen Christoph Daum. Sie wissen, er hat, glaube ich, gesagt, Christoph Daum hat bei diesem Kokain-Haartest nicht die eigenen Haare abgegeben, sondern von einem guten Freund. Ich glaube, es war der Bruder. Ja. Und man war sehr gespannt, Kallmund oder der Prozess, was platzt zuerst? Ich mache die Gabel. Dann. Ja. Haben Sie verfolgt den Prozess? Ja, ich glaube, Rainer Kallmund wurde sogar vereidigt. Und zwar hat er die Hand nicht auf die Bibel gelegt, sondern auf ein Kochbuch. Und wenn Sie es gesehen haben, Christoph Daum hat immer nur, wenn Kallmund gesprochen hat, so gemacht. Und viele fragen jetzt, sagt er, nee, 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 so war es nicht, oder sind das Spätfolgen seiner Sucht? In Leverkusen haben sie jetzt aber einen Trainer, das muss man sagen, der hat keine Zeit mehr zum Koksen. Ja? Er kriegt einfach zwischen den Zigaretten überhaupt keinen Koks mehr rein. Dann eine schöne Meldung für unsere Freunde in Ostdeutschland. In Ostdeutschland sind die Flüsse wieder klar und sauber. Gut, das ändert sich auch, wenn erstmal wieder Industrie da ist. Ja? Aber ja, in der Oder kann man sogar wieder baden, behaupten zumindest die Afrikaner, die durchgeschwommen sind. Talent and the Kölsche Klingelband. Heute Abend haben wir einen absoluten Top-Star zu Gast, meine Damen und Herren, eine Frau, auf die ich seit mehr als 6 Jahren warte. Eine wirklich großartige Künstlerin, eine Ausnahmeerscheinung. Das ist hier ihre aktuelle CD, Vespertine. Heute Abend singt sie live bei uns die 3. Single-Auskopplung Cocoon. Heißt das so? Ja. Ja, Cocoon. Heute Abend bei uns eine großartige Künstlerin, Björk. Live. Seit gestern, das wissen Sie, führen wir hier Klassenbuch. Es kommt doch zu immer mehr Beschwerden und Unregelmäßigkeiten. Und jetzt wird erstmal, wie das üblich ist, eingetragen, welche Themen werden heute behandelt. Und das ist ganz wichtig, denn gestern bin ich drüber gestolpert, weil hier steht von Montag dem bis Sonnabend den.
ist das grammatikalisch zulässig? Und wir haben zwei Mails bekommen, nämlich einmal vom Verlag, der dieses Klassenbuch herausgibt. Das ist der Verlag Langenkemper. Herr Dörr, tja, so kann es gehen. Einmal die Show nicht gesehen, doch spätabendliche Anrufe und SMS bringen einen schnell auf den Stand der Dinge. Es ist in der Tat nicht leicht mit unserer deutschen Sprache. Erste Rückfragen bei redaktionellen Mitarbeitern erzeugten ein kritisches Stirnrunzeln und lautes Nachdenken, doch der Griff zum Duden bringt es an den Tag. Kaum zu glauben, aber wahr, besagte Schreibweise im Klassenbuch ist legitim. Von Montag dem bis Sonnabend den. Auch ist wieder laut Duden ein zweites Schreibweise freigegeben. Von Montag dem bis Sonnabend dem. Kaum zu glauben, Duden 21. Auflage Seite 45 und 22. Auflage Seite 65. Beides ist zulässig. Und unser lieber Autor Klaus Waske hat uns ebenfalls geschrieben, meine Vermutung, wir müssen den jeweiligen Wochentag uns vorstellen wie einen geografischen Ort. Wir befinden uns in einem Zimmer und gehen von da aus in den Nachbarraum. Der Ort, von dem aus wir losgehen, ist der Montag. Sprachhistorisch ist das der indogermanische Lokativ. Wo? Im Lateinischen ein Ablativ. Im Urgermanisch verschmolz der Lokativ mit dem Dativ, also dem, wohingegen wir uns auf den Samstag erst noch zubewegen. Im Lateinischen ein Richtungsakkusativ. Wohin? Zum Beispiel ad oppidum, zur Stadt. Klar. Daher den. Und der Merksatz heißt, Genitiv in den Fluss, dann ist es Dativ. Genitiv in den Fluss, dann ist das da. Klaus Waske, unser Autor. Wahnsinn. Wahnsinn, was unsere Autoren alles wissen. Super. Genitiv, Dativ, Ablativ. So, heute ist der 6.3. Thema vorne war Go, dann Kali und Ossiflüsse. Außerdem Gast schreibe ich groß rein, Björk, ja, hier mit dem Kürzel und dem Raum für Einträge, falls es heute zu Störungen oder zu Unaufmerksamkeiten kommen könnte. Ich sage es gleich, wir erklären Ihnen gleich, was hier in Köln los ist. Auch wenn Sie das Video in den Nachrichten gesehen haben oder heute Morgen in der Zeitung gelesen, es ist alles halb so schlimm. Man muss das Ganze menschlich sehen. Kölsch. Dann kommt das, es klingt in Hochdeutsch alles so hart, wenn Sie das mit so einer kölschen Brille betrachten, ja, so durch zwei Kölschgläser oder so, dann sieht die Sache wirklich völlig anders aus. Hat das schon, dieser kölsche Bestechungsskandal, Auswirkungen auf die Bundestagswahl? Unsere tägliche Umfrage, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Wahlberechtigt heute 246, gültige Stimmen 232, entspricht einer Rekord Wahlbeteiligung 94,3%, CDU, CSU 20,7%, SPD 25,9%, Grüne 28,9%. Ist denn heute ein grünen Ortsverband hier? Das hatten wir noch nie. 28,9% Grüne. Nein. Wie kommt denn das? Wer hat denn alles Grüne gewählt? Ja, ja, melden Sie nicht alle. Das hatten wir noch nie. FDP 18,5 und PDS 6%. Das heißt, Grüne stärkste Partei. Können mit der FDP koalieren. Können mit der FDP koalieren. Ja. Würde mir eigentlich als Regierung gut gefallen. Ja. Weil es wäre irgendwie gar nichts mehr los, glaube ich, oder? Das heißt, da würde Herr Fischer, wäre Kanzler. Ja, Westerwelle. Wäre Außenminister. Genau. Ja. Claudia Roth wäre erledigt. Trittin. Müsste nicht mehr berücksichtigt werden. Aber Trittin Innenminister? Trittin Innenminister? Ja. Könnte er gut. Ja, klar. Das könnte er, glaube ich, sehr gut. Möllemann macht Wirtschaft? Klar. Möllemann wäre Wirtschaftsminister oder Superminister, Wirtschafts- und Finanzminister. Ja? Wie heißt die eine, die auch hier aus Köln, die jetzt so verhärmt geworden ist, seit sie da so Karriere gemacht hat? Grüne oder? Grüne, Grüne.
War früher so eine rundlich-füllige und jetzt wirkt sie so verhärmt. Moritz, Bärbel Höhn, nein. Nein, nicht Bärbel Höhn, die Fraktionsvorsitzende. Die, na, ach so, siehst du, ja. Das ist das Problem bei diesen grünen Stars, man kennt sie gar nicht. Es ist doch Rezzo Schlauch und noch eine Müller. Kerstin Müller. Wäre wahrscheinlich Nachfolgerin von Edelgard Bullmann oder so, ja, oder? Ja. Bildungsministerin. Ja. Ja. Justizminister? Ströbele. Ströbele, genau. Hat, glaube ich, nicht mal mehr einen Platz gekriegt auf der Landesliste. Ist aber jetzt auch ganz scharf dafür, dass im Untersuchungsausschuss der Kölscher Klüngelskandal untersucht wird. Ja, selbstverständlich. Ja. Das wäre eigentlich Traumkonstellation. Ströbele Innenminister. Ja. Vielleicht würde dann Chili nochmal zu den Grünen zurückkehren. Alte Zeiten. Wir wissen doch, damals. Aber gut, okay. So, ein Rekordergebnis. Bist du sicher, dass unser Computer nicht kaputt ist? 28,9% Grüne, das hatten wir noch nie. Das hatten wir nicht mal die Grünen selber. Ich glaube, den Grünen ist das unheimlich, wenn sie das sehen. Ja, mit Sicherheit. Oder? So, jetzt aber die Frage, was ist los hier in Köln? Und ich erkläre es erstmal so sachlich wie möglich, was mit diesen unschönen Verdächtigungen. Schauen Sie mal, das ist hier unsere schöne Restmüllverbrennungsanlage in Köln-Niehl. Da fahre ich jeden Tag vorbei. Ja. Ja, jeden Tag, weil ich weiß, da wird mein Müll, den ich vorher wie bekloppt getrennt habe, sauber und getrennt wiederverarbeitet. Die ist neu, die ist modern, die ist super. Die hat, glaube ich, ungefähr 800 Millionen Mark gekostet. Genau. Diese Firma Trinekens mit ihren super tollen, umweltfreundlichen LKWs, die bringt den Müll dahin, entsorgt ihn und die macht das, nachdem sie den Zuschlag bekommen hat, gegen Mitbewerber. Genau. Ja. Und das muss man schon mal sagen, es gab ja schon mal Mitbewerber überhaupt hier in Köln. Verstehen Sie? Das wird immer verschwiegen. Ja, man hat nicht einfach gesagt, mach es. Ja, sondern nein, es gab Mitbewerber. Und die waren halt nicht, waren sie billiger? Nein, doch, natürlich waren sie billiger. Aber die Mitbewerber waren billiger. Das ist jetzt wieder das, was... Wie soll man das erklären? Da fängt der Schlamassel an. Die Mitbewerber waren billiger, aber diese fantastische Firma Trinekens, ja, hat den Zuschlag erhalten. Und dafür sollen Kölner Top-Politiker, auf die der Kanzler gezählt hat, die bundesweit noch eine ganz große Rolle spielen wollten, ja, Gelder bekommen haben von Schweizer Konten. Soweit kennen wir das. Ja, und diese Gelder sind in die SPD-Parteikasse hier in Köln geflossen. Und dafür haben wieder total anständige kölsche SPD-Politiker Spendenquittungen erhalten, obwohl sie gar nichts gespendet haben. Damit es so aussieht, als wäre das Geld, was in der Parteikasse ist, von diesen Politikern gekommen. Und die Spenden können sie natürlich steuerlich geltend machen. Verstehen Sie? Die haben jetzt was abgesetzt, was sie gar nicht gespendet haben. Und dafür gibt es Worte wie Betrug oder so in unserem Gesetz. Unschöne Worte, die so kalt klingen, so juristisch, so technisch. Betrug, Korruption, Schmiergeld, das sind doch alles Begriffe, mit denen eine moderne Gesellschaft gar nichts mehr zu tun haben will. Ja? Und betroffen, das sind ja alles Menschen, die Familie haben. Da hängen ja Schicksale dran. Das würde mich nicht wundern, wenn die Familie sich nicht mehr auf der Straße traut. Weil man mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, dein Alter war auch so blöd und hat bloß 20.000 genommen. Diese Karriere ist zum Beispiel zerstört. Ein schwerer Verlust für die deutsche Politik. Mit ihm hatte der Kanzler noch viel vor. Ja? Das ist Norbert Rüther, meine Damen und Herren. Er raucht europäisch, zeig es. Hier, Dukal hat er in der Hand. Nimm weiter unten, hier, Dukal. Ja? Und er hat sich auch international mit der Ungeziefervertilgung befasst. Hier, Red. Das war ein Vorschlag für die EU-Kommission. Ja. Norbert Rüther war vom Beruf Psychiater vorher. Ach echt? Ja, habe ich gelesen. Hat sogar die Landesklinik hier geleitet, zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Ja, die ist ja in Köln-Meerheim. Was heißt zwischen Köln und Düsseldorf? In der Zeitung stand zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Vielleicht gibt es mehrere Landeskliniken.
Gibt es nicht mehrere Landeskliniken? Ja, bestimmt. Herr Rüther ist, kann man das sagen, weg vom Fenster, ja, zurückgetreten aus Bums Feierabend. So, das hier sind, schauen Sie, das hier sind diese Container, um die geht's, ne? Die werden alle entsorgt. An sich schon ein schönes Bild. Mhm. Ja? Und dann noch in Zusammenhang mit Korruption. Aber es ist in Köln hier ist das was anderes. Er hier zum Beispiel. Sieht so jemand aus, der Kohle bunkert? Oder? Das ist doch irgendwie... Der lässt sich doch bei Obi die Haare schneiden. Ja? Das ist doch 6,20 Mark, stimmt so. Wer ist das, Manfred? Biziste. Bespricht man das Biziste aus? Oder Biziste? Manfred Biziste, Ex-Schatzmeister SPD, ja, Köln. Auch zurückgetreten. Auch zurückgetreten. Musste natürlich irgendwo wahrscheinlich diese Spendenbescheinigungen... Der hat's geschüttelt. Gestückelt hat er es. Damit die Summe nicht so groß werden, damit, genau, man es nicht melden muss. Ja. Und dann gesagt... Walter, hier deine Spendenbescheinigung. Warte, ich hatte ja nichts gespendet, aber der weißt du doch. Unterschreib mal hier. Oh, wenn da draußen, das muss man sich auch vorstellen, wenn diese armen Männer, das sind ja keine Profis, ja, 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 das sind ja ganz normale, überforderte, kleine Klüngel-Politiker gewesen, wenn die immer sitzen und hören, Kohl, 2 Millionen, um Gottes Willen, Leisler, Kiep an der Grenze und so weiter. Und sie wissen, sie selber haben auch Spendenbescheinigung, wahrscheinlich so mit einem Kartoffeldruck und so. Weil das ist es ja. Diese Typen haben ja nicht die Nerven dafür. Das ist ja auch das, was so wehtut. 10.000, wahrscheinlich gar nichts selber genommen. Wenn sie wenigstens 200 Millionen privat genommen hätten, irgendwie Nutten auf Yachten und so weiter. Yes, sir! Das ist das Armselige. Über ihn wissen wir nichts und das ist gut so. Ja. Er ist Ralf Sterk, Vorsitzender der FDP. Wieso, ja, ist er im Zusammenhang mit diesem ganzen Müll, also mit diesem, ja, ganzen Müllskandal hier? Ja, man weiß es nicht genau, aber auch er hängt mit der Firma Trineken zusammen, weil er laut SZ mit seinem Bruder den Kurierdienst Kölner Flitzer leitet und die den Löwenanteil der Aufträge der Firma Trinekens übernehmen. Das ist mir jetzt, das ist Hochdeutsch nicht mehr zu bewältigen, meine Damen und Herren. Das muss. Wenn ich das auf Kölsch mache, da klingt das menschlicher. Oder? Macht der ohne Kölsch im Bart, Andrak? Ich mein's. Ja, der Andrak. Ja. So. So. Das ist der Ralf Sterk. Genau. So, jetzt erzähl mal, oder man sagt verzähl. Verzähl mal. Verzähl mal unsere Zuschauer, der Lück, Drusse, warte mal, der Ralf schon wieder anhängen will. Aber der Ralf hat eine Firma. Der hat eine Firma mit seinem Bruder zusammen. Ja. So, und was ist das für eine Firma? Der Kölner Flitzer. Der Kölner Flitzer. Das ist eine 1A-Firma, oder? Das ist eine Kurierdienst. Das ist eine Kurierdienst. Ganz flöckische Stadt. Ja, und da müssen wir müssen jetzt so reden wie im Karneval, dass ich immer eine Frage, was du hier gesagt hast, wiederhole. Wie Kurierdienst? Ja. Kurierdienst. Was Kurierdienst? So ein Kurierdienst auch. Also eine Kurierdienst? Ja, so ein Kurierdienst, flöckische Stadt. Das sind eine Kuriere, was du durch die Stadt fahren. Genau. Ja. So, aha. So. Da haben wir hier wahrscheinlich auch schon Briefe durchgefahren. Ja, mit Sicherheit. Ja, sind wir deswegen korrupt? Nee. Nee. Der Ralf Sterk und sein Bruder hat den Kurierdienst Kölsch Flitzer. Und die tun immer die ganze Aufträge von dem Trinekens abwickeln. Ja. Wie abwickeln? Na, sie fahren halt flöck durch die Stadt. Ah, die fahren durch die Stadt? Ja. Aha. Haben die dafür Geld bekommen? Ja, normal, für die Aufträge, aber nicht zum Schmieren. Eben. Ist das bewiesen? Ich weiß es nicht. Ja. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Tun wir mal weg.
ich finde, mir ist das Ganze nicht volkstümlich genug. Ich nehme Flöns auf den Tisch. Damen und Herren. So. Das wirkt gleich wie ein Mann aus dem Volke. Und zwar, ich brauche auch keine Messer und Gabel, sondern ich esse es aus der Faust. Super. Ja. So, wie vielleicht der Mitarbeiter bei der Firma Trineke, nachdem sie mit der Fritzer die Post abgejogt hat. So, wer ist das da? Ralf Biedmann. Das Ralf Biedmann. Ein CDU-Mann ist das? Ja. Und der hätte eine Rechtsanwaltskanzlei. Oh, eine Rechtsanwaltskanzlei? Eine Rechtsanwaltskanzlei. Aha. Und der tut der auch ganz ob die Firma Trinekens vertreten. Was denn auch die Firma Trinekens? Auch die Firma Trinekens. Die, was der rote Flitzer beauftragt hat mit der Schmiergelder? Ja, 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 ja. Ja, was, ich denke, der ist bei der CDU? Ja, der ist bei der CDU. Ah, das ist der Klüngel. Der hätte aber auch gestimmt dafür, dass der Firma Trinekens die Müllverbrennungsanlage war da. Was denn, obwohl der andere Bille ja gewesen sind? Ey, jo, dat. Ja, und das. Ja, wieso macht das denn der Herr Biedmann von der CDU? Was? Warum macht das denn der Herr Biedmann von der CDU, wenn er das gerade mit der SPD ja nichts zu tun? Ja, der will doch auch Geld verdienen. Aber der ist nicht korrupt. Ah, natürlich nicht. Mir würde nie behaupten im deutschen Fernsehen, dass der Biedmann von der CDU korrupt ist. Der will das alles abklären. Ja, der ist selber Rechtsanwalt. Ich kenne keinen Rechtsanwalt, der korrupt ist. So, Jack. Wird mich nicht wundern, wenn der Herr Biedmann morgen Haare abgibt von sich. Das ist nämlich das Prinzip vom Klüngel. Mal ist der eine oben, mal ist der andere unten. Aber zu bald kann es wieder anders sein. Lebe und lebe lassen. Genau. Man kennt sich, man hilft sich. Das ist Kölle. Und wenn Sie das mal so sehen, dann ist das alles halb so schlimm. Genau. Dann ist das menschlich. Dann steht das Geld gar nicht im Vordergrund, sondern eine Freundschaft. Echte Freunde. Stolz zusammen. Ja. Das hätte man wissen können, denn was habe ich hier in meiner Hand? Deutsches Lädjut. Ja. Deutsche Karnevalslieder. Da steht alles drin. Wie heißt das hier? Wer soll das bezahlen? Jupp Schmitz. Es ist noch Suppe da. Und zwar ziemlich dick angerührte. Wir kommen alle in den Himmel. Das ist mein Lieblingslied. Wir kommen alle, alle, alle. Wenn Sie das hier vorstellen mit dieser Gesichter. In den Himmel. Weil wir so brav sind, weil wir so brav. Das hat doch eine völlig andere Wirkung, oder? Ja. Als wenn ich sage, Korruption, Bestechung, das ist menschlich. Das ist das goldsche Herz. Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das goldsche Herz. Das goldsche Herz. Ist Jod. Was? Ist Jod, das goldsche Herz ist Jod. Ja, das Jod. Mir schenke der Aal ein paar Blümchen. Komm, lass mal vierer. Wir lassen den Dom in Köln. Das sind Visionen. Stell dich vor, der Krümmel stund am Ebertplatz. Stell dich vor, der Louvre stund am Ring. Das will er auch keiner. Nee. Da muss man ja froh sein, wenn das untereinander geregelt wird. Und der dicke hier fällt mir, der wird mir fehlen. So, was haben wir noch? Trink doch eine mit. Oh ja. Das ist die Geschichte. Hast du den Text? Ja. Lies du mal vor, weil du kannst den Dialekt, ich kann den nicht richtig. Aber das ist ne Alemann. Ne Alemann steht. Ne Alemann steht vor der Wirtschaft. Der so jenens eine trinke, der. Ja, halt mal. Ja. Das ist wichtig. Er tät jen eine trinken. Ja. Aber er hat kein Geld. Normal. Ja, aber man hilft ihm. Man hilft ihm. Herr Staatsanwalt, hören Sie mal, wie het weitergeht in unserem schönen Kölscher Lied.
Doch he het fehlt so wenig Geld. Ja. Solang he auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß. Aber keine sind die alle Mann. Das ist unsere Gesellschaft, ja. Doch da kommt einer mit einem Bier. Was trinkst du heute eigentlich für ein Bier? Warte mal. Ein Kölsch, normal. Natürlich! Uneingeschränkte Solidarität mit unserer Kölsche Müllabfuhr. Ja. Was ist das für ein Kölsch? Schönes Kaffel Kölsch Light. Ja. Frei, nicht frei. Ja, haben die Mitbewerber? Ja, ja. Bei den Brauereien würde man sowas nicht erleben. Nee. Da gibt es echt einen Wettbewerb. Und jetzt kommt es. Trink doch einen mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigarre. Jawohl. Bam, 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 hast du auch kein Geld? Das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmere dich nicht drin. Das ist unser Kölle am Ring. Ja, das ist das wahre Kölle mit Herz. Man lasse uns unser Kölle nicht kaputt machen. Und das Tolle ist, meine Damen und Herren, dass wir hier im Recht sind, dass wir wieder mal das Opfer einer Schmutzkampagne sind, durch die Medien. Wissen wir, wer das erkannt hat? Unsere Freunde in Hollywood. Sie haben spontan einen Film gedreht, der sich mit dem ganzen Triss beschäftigt. Und wenn Ihnen was bekannt vorkommen sollte, das sind nur die Bilder. Aber der Text mit Herz, das ist es, worauf es ankommt. Los machen. Mein heutiger Gast ist nach meiner bescheidenen Meinung eine der großartigsten Persönlichkeiten im internationalen Musikgeschäft. Das ist die aktuelle CD, schon eine Weile auf dem Markt, Vespertine. Wir hören gleich Cocoon daraus live bei uns. Herzlich willkommen, Björk! Enjoyed very much to have you with us tonight, because I know you for many, many years, of course, only videos and movie and your music, and I really like very much what you do. And you've been to Hamburg yesterday? Mm-hmm. Yes? And you came by train to Cologne? Mm-hmm. I was surprised that such a big star like you, why don't you go by plane? The air pressure forces the molecules to go tiny. Aha. I see. So this has environmental reason why you don't like to go on planes? Well, it's just discomfort. So it takes longer to recover. So you find you arrive more relaxed when you go by train? Mm-hmm. Yes? It was a Metropolitan. The train, the name of the train. Is it right? I'm not sure. Or did you come on an ordinary Regio train? No. You know, the Metropolitan is very comfortable. Okay. And were people allowed to use cell phones on the train? I'm not sure, but I did notice the comfort. Yes? Are you served? Are you being served on the place? Mm-hmm. Yes. Yeah, we don't have trains in Iceland. You don't have trains in Iceland? No. I think one person tried to make train tracks. Yes. Like 100 years ago. And I think he managed to get a few meters out of the city. Yes. And then he decided it was not so good idea. But he realized it very soon. Yeah. Yes. How do people travel? I mean, if you don't have trains, for example, younger people who don't drive cars, or how do they travel in Iceland? Oh, young people there drive cars. What? They have jeeps. It's the most common vehicle there is. Yes. Jeeps with four-wheel drive. Ah, you need it in Iceland. Yeah, it's the biggest hobby. We don't have so much things like golf, yes, and squash and stamp collecting. You're lucky people. Yeah, you're and lucky butterfly, people. Butterfly collecting. Yes. So you're lucky. You're lucky. Yeah. Yeah, people go on the weekends and they drive into the unknown. Yeah.
and they go over glaciers and they might fall into cracks. Yes. And die. And then they many together, and then one jeep has two people, and then one jeep has to rescue the other people in the other jeep. And then they come back, and they have very good stories to tell. Very sympathetic. And everything without alcohol, yes? Wow. Where do you live? I live in the capital. And you live, but you live in Iceland, you don't live in New York or? Well, I do, I go there now about once a month to Iceland. Yes. So yeah, I have had the same flat there. Yes. For like 15 years, uh-huh. By the harbor where the fishing boats are. And there are still fishing boats, not only for the tourists, people still do fishing there. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you have a very pretty and nice dress. Oh, thank you. Is this the correct order you wear it? I hope not. I think a lot of people wonder how you really are. Because you're kind of magic and there's something mystic around you. Are you cool? Are you a tough businesswoman in this rough business? I don't take so much notice of the money thing. It's very boring. But I have very, I'm very lucky because I worked with people since I was like 16. Yes. Same people. So I can, I have, I think it's called in common language, full artistic control. What you have? Yeah. And only very few people have this. Yeah. I think the artist formerly known as Prince. Yeah. Tafkap, he has it. Yeah. And maybe George Michael. Mm-hmm. Now, and you. And maybe Madonna. Yeah, well, the thing is, I can write any song I want, of course. And then I can obviously work with anybody I want. And then when I start, for example, writing my songs, there is no master plan of when it's coming out. I can just write until I think it's ready. And with tours too and stuff. So, I mean, this is probably because I work with the same people since I was 16. So it's a small group of people that used to be punks. Yes. We're not very fond of the establishment. So do punks in Iceland look like you? You know, have you ever seen a German punk? I actually used to come to Berlin. Yes. When I was 16. Yeah. And I would stay in a squat with punks who were there, and I think they were trying to explode up the parliament or something. Yeah. They were busy. We didn't see them in the daytime. They were busy trying to bring down the government. Yeah, hell. And it's time consuming. Yeah. So I did. I guess you could call these people punks. So we did meet them, and I was in this band that supported Einstürzende Neubauten. Einstürzende Neubauten. Yeah, and you were the supporting act. Yeah. Times, they are changing.